Ist noch gar nicht lange her, da war die Frage, wird die EZB im Oktober die Zinsen senken? Ja oder nein? Das ist jetzt gar nicht mehr die Frage, sondern die Frage ist 0,25, also normaler Zinsschritt, oder 0,5, großer Zinsschritt. Und dafür gibt es immer mehr Gründe, einen solchen großen Zinsschritt zu machen. Und wir sehen in den Äußerungen so ein bisschen Panik bei den EZB-Mitgliedern. Und das ist nicht ganz ohne Grund, denn wir haben jetzt die beiden großen Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, in echten Problemen. In Frankreich hat die Olympiade so ein bisschen den Dienstleistungssektor gepusht. Das ist jetzt vorbei. Auch da fällt man jetzt in ein Loch, und Deutschland ohnehin sehr, sehr schwach. Und das große Problem ist, jetzt beginnt erst der Schmerz in Deutschland, denn jetzt greift die schwache Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt über. Wir sehen also, dass jetzt immer mehr Menschen entlassen werden. Und das ist etwas, was dann auch die Stimmung in diesem Land durchaus noch mal beeinflussen wird. Und die EZB macht sich zu Recht Sorgen, denke ich, wenn wir uns viele Kriterien anschauen, die ich in diesem Video mal zeigen werde. Schauen wir uns die Dinge mal an, dann sehen wir hier die Debatte. Halber Punkt: Ist das nötig, ist das nicht nötig? Wir hatten ja gestern deutsche Einkaufsmanager-Indizes und außer der Eurozone, in der Eurozone im Grunde Stagnation, Dienstleistungen noch knapp wachsend, Industrie wie in Deutschland auch deutlich schrumpfend. Die Debatte um einen halben Punkt im Dezember sei verfrüht, so sagt es jetzt Mr. Wunsch. Nicht im Oktober, sondern im Dezember, so muss es heißen, wird ja die nächste EZB-Sitzung sein. Die um Oktober hatten wir ja schon, da hatte die EZB um 0,25% gesenkt. Also die Frage ist jetzt, was kommt? 0,25, 0,5, wie ist die Lage wirklich? Und das wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir die Wachstums-, in der linken Grafik, die Wachstumserwartungen für die Eurozone. Und das ist ein einziger Abwärtsmove, eine einzige Einbahnstraße Richtung Süden, also Richtung weniger Wachstum. Und eines der zentralen Kriterien dafür, warum das so ist, sehen wir in der Produktivität. Die ist enorm schwach, anders als in den USA. Und diese Schwäche der Wirtschaft, diese Schwäche der Produktivität sehen wir auch in den Zahlen. Die Zahlen aus Europa von den Unternehmen in dieser Berichtssaison sind deutlich, deutlich schwächer als die Zahlen der amerikanischen Firmen. Das wird immer klarer. Und eben jetzt vor allem Deutschland und Frankreich, die hier die ganze Geschichte mit nach unten ziehen, also die beiden Schwergewichte in der Eurozone. Dazu Frankreich hoch verschuldet, Deutschland so ein bisschen mit Vollgas als Geisterfahrer der Energiepolitik gegen die Wand fahrend. Also Perspektiven sind nicht wirklich da. Jetzt zum Beispiel heute Morgen so eine Meldung: Dow Chemical, der US-Chemieriese, stellt Geschäfte in Europa auf Prüfstand. Die sind hier zum Beispiel in der Nähe von Hamburg mit einem großen Werk am Start. Über 3500 Mitarbeiter in Deutschland. Jetzt nicht wirklich so eine ganz, ganz große Nummer für die deutsche Wirtschaft, aber eben symbolisch, dass ein amerikanisches Unternehmen sagt, naja, mit Europa, da verlieren wir so ein bisschen den Glauben, dass das was wird, und den Glauben verlieren auch die Arbeitgeber an eine gute Zukunft. Hier sehen wir mal die Komponente Arbeit, Employment, und zwar einerseits bei dem Einkaufsmanager-Index aus der Eurozone und andererseits aus Deutschland. Und das, was hier rechts weiter nach unten weist, das ist Deutschland. Hier sehen wir, das geht ziemlich steil bergab. Das heißt nichts anderes, als dass in nächster Zeit die Arbeitgeber weniger einstellen und mehr entlassen werden. Also mehr Menschen letztendlich nicht mehr in Lohn und Brot sozialversichert sind, sondern eben hier sich einen neuen Job suchen müssen. Und all das vor allem natürlich im Industriesektor, der ja gut bezahlte Jobs bereithält, die lange die deutsche Wirtschaft gestützt haben, die unser Sozialsystem ermöglicht haben. 4 von 10 Industriebetrieben, so meldet es die FAZ jetzt in Hesse. Frankfurter ist ja mal in Hesse, deswegen dort diese Aussagen, diese Umfrage, erwägen, ihre Produktion am Standort einzuschränken oder gar abzuwandern. Also das ist natürlich alarmierend. Diese Deindustrialisierung, die passiert, die ist kein Gerücht, die ist kein Mythos, und das hat mit Schlechtreden irgendwie nichts zu tun, was ja manchmal Kritikern auch dieser Wirtschaftspolitik vorgeworfen wird. Ja, ihr redet ja die Lage schlecht. Nein, die Lage ist schlecht. Das sehen wir jetzt auch etwa in den Zahlen von Mercedes.
Umsatz deutlich unter Erwartung mit 34,5 Milliarden. Auto, dann der Gewinn vor Steuern 1,2 Milliarden, auch schwächer. Und vor allem die Marge mit 4,7% deutlich schwächer. Das heißt, hier Produktivität wieder das Stichwort. Man wird immer unproduktiver, bekommt dadurch weniger Marge aus der ganzen Geschichte. Und der Nokia-Moment der Autobauer, wie ich gestern schon einen Autoexperten zitierte, aber das ist ein Riesenproblem. Mercedes hat vor allem auch in China Probleme, wie so alle deutschen Autobauer. Aber das bringt das Ganze so ein bisschen auf den Punkt. Und dann eben mit dieser Energiewendepolitik. Jetzt haben wir ja massiv Solar und Wind zugebaut. Und das ist auch schön. Und das ist ja auch alles schick. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann haben wir sehr, sehr viel Strom. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir gar keinen Strom. Und dementsprechend müssen wir dann, wenn wir viel Strom haben oder viel Strom generieren aus Solar- und Windkraft, dann haben wir zu viel, können das nicht speichern, müssen das also günstig oder sogar zu negativen Preisen exportieren und importieren dann, wenn wir eben zu wenig haben. Und wenn wir zu wenig haben, sind die Preise hoch. Das ist natürlich ein tolles Geschäft. Und vor allem, was noch dazu kommt, in den nächsten Monaten wird unfassbar viel Solar noch dazu gebaut und das heißt, wir produzieren dann, wenn die Sonne scheint zum Beispiel, immer mehr Überschüsse, die dann also dafür sorgen, dass wir immer mehr für Negativpreis oder praktisch gar kein Geld Strom exportieren, während aber die Betreiber solcher Anlagen vergütet werden, ob dieser Strom jetzt eingespeist wird oder nicht, egal, sie kriegen die Kohle und das Ganze muss der Steuerzahler bezahlen. So haben wir alleine im September 2,6 Milliarden Euro an Einspeisevergütung für Solar- und Windkraftproduzenten überwiesen, aber nur 145 Millionen Euro wurden eingenommen. Das Ganze Monate für Monate und das sprengt irgendwann den Haushalt, der ja ohnehin jetzt schlechtere Aussichten hat nach der Steuerschätzung gestern. Das habe ich im Marktgeflüster hier behandelt. Und dann eben die Frage, was kommt denn jetzt, wenn Trump die Wahl gewinnt? Die Aussichten für Donald sind besser geworden, auch wenn deutsche Medien hier immer diese Hitler-Vergleiche ziehen. Mein Gott, ein bisschen weit hergeholt. Aber eins ist jetzt offenkundig klar, der gute Donald, der setzt auf Zölle. Diese Zölle sollen im Grunde unfassbar große Einnahmen bringen. Die sind natürlich eine Gefahr für andere Länder schon deshalb, weil Trump sagt ja, wenn ihr nicht in den USA produziert, dann zahlt ihr massive Zölle. Also werden viele, die eben gerade aus der deutschen Industrie jetzt aus Deutschland abwandern oder sich überlegen abzuwandern, dann sagen die ja gut, das macht Sinn, dass wir dann in die USA gehen. Dort entstehen dann die Jobs, nicht hier. Aber jetzt erstmal wird es eben so sein, dass jetzt der Trump sogar, wie die New York Times berichtet, eigentlich sich vorstellt, gar keine Steuern zu erheben, so als Idealziel, dass er so ein bisschen in der amerikanischen Geschichte verankert, also appelliert da so ein bisschen an die Urzeiten in den USA. Früher oder später droht den USA ein Liz Truss-Moment, also dass praktisch die Anleihemärkte sagen, nee, wir machen nicht mehr mit und das, weil eben diese Schulden so explodieren. Wir haben jetzt in den letzten drei Monaten 850 Milliarden Dollar an Schulden hinzugenommen. Man borgt sich also aus der Zukunft den Konsum der Gegenwart, könnte man sagen. Ohne diese Geschichten wäre die amerikanische Wirtschaft vielleicht ähnlich schwach wie die in Europa. So oder so, wir sehen, dass die Chancen der Demokraten, glaubt man den Märkten, wir wissen ja alle nicht, was passiert, aber glaubt man den Märkten, dass die Chancen der Demokraten eher schlechter werden, während der Abstand zwischen Demokraten und Republikanern immer größer wird, an diesem Goldman Basket, Democratic oder Republican Victory Basket, und so langsam verlieren selbst demokratische Politiker die Geduld mit Kamala Harris, weil sie sagen, das Einzige, was die bringt, sind Plattitüden. Die spricht eben wie so typische Politikerfloskeln. Alles total unkonkret, klingt schon ganz schön, aber irgendwie die Leute durchschauen, dass das nur Floskeln sind, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und einer sagt, Mensch, beantworte doch mal diese verdammte Frage. Also das wird so langsam, wie The Hill berichtet, immer ein bisschen ungeduldiger mit diesen, wie soll man sagen, Worthülsen und diesen Sätzen von Kamala Harris, die manche als Wortsalat bezeichnen. Aber die Demokraten haben auch ein anderes Problem. Junge Männer wenden sich ab. Junge schwarze Männer, hatte ich gestern gezeigt, Latinos vor allem auch, wenden sich ab. Und hier sehen wir zwischen 2016 und 2023,
hatten sich noch 51% junger Männer mit den Demokraten identifiziert. Jetzt sind es nur noch 39%. Also es geht die Jugend verloren, es geht die Zukunftsfähigkeit verloren. Und da fragt man sich, was ist da passiert? Da gibt es eine Unzufriedenheit, vor allem eben mit den gestiegenen Preisen, die man, ob zu Recht oder nicht zu Recht, der Biden-Harris-Administration anlastet. Fed und so weiter werden sicherlich hier mit die Hauptrolle spielen. So oder so, wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen. Gestern haben wir gesehen, dass die Zinssenkungserwartungen wieder ein bisschen größer geworden sind. Also man hat diese Situation, oh, die Zinsen werden doch nicht so sinken, die sind ein bisschen aufgehellt. Deswegen sehen wir, dass gestern die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ein bisschen zurückgekommen ist. Und das hat dem S&P 500 dann geholfen. Natürlich neben den Zahlen von Tesla dazu gleich mehr. Und wir haben jetzt interessante Aussagen von Kevin Warsh, ehemaliges Fed-Mitglied, der gesagt hat, also ich verstehe nicht, warum die 50 Basispunkte Senkung gemacht haben. Wenn sie datenabhängig sind, dann müssen wir eins klar sagen, die Daten sind besser geworden, so sagt er. Dann haben wir eine PCE-Inflation bei fast 3%, Richtung 3% unterwegs. Das ist nicht das, was die Fed eigentlich will. Das heißt, der Warsh hat eine sehr harsche Kritik gestern auf CNBC abgegeben, auch mit diesen Arbitragegeschäften der Banken, die die Fed ermöglicht hat. Die haben sich also praktisch Kohle reingezogen auf Kosten des Steuerzahlers und der Allgemeinheit. Und hier sagt er, also ich will niemand jetzt beschuldigen, hier politisch zu agieren. Aber das ist schon auf jeden Fall sehr inkonsistent, was die Fed da gemacht hat. Faktisch deutet Warsh schon an, dass die Fed politisch gehandelt hat und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eben die ganze Direktive von Janet Yellen kam. Jerome Powell hat ja dann Nick Timiraos an einem Wochenende vorschicken müssen, um die Märkte darauf irgendwie noch vorzubereiten, dass er die Zinsen um 0,5% senken will. Fed-Protokoll hat dann gezeigt, die meisten hätten eigentlich gesagt, ja, 0,25 ist auch okay. So oder so, die Fed hat vielleicht jetzt noch ein anderes Problem mit den Banken, denn dieses BTFP-Programm, das ist jetzt auf 7 Milliarden Dollar runter, oder ist um 7 Milliarden Dollar runter, es bleiben nur noch 59 Milliarden Dollar, das ist also dieses Programm, wo sich Banken, die ein bisschen in Stress sind, Geld leihen können von der Fed. In 5 Wochen dürfte das leer sein. Wir sehen auch, dass diese Reverse Repos immer weiter fallen. Und all das hat aber natürlich eine Tesla nicht interessiert. Gestern sahen wir S&P und Nasdaq im Plus, Dow Jones und Russell im Minus, also gemischte Aktienmärkte. Tesla hat den Nasdaq eben noch mit nach oben gezogen, 22%. Größter Sprung seit dem 9. Mai 2023. Und alleine Elöne hat jetzt 26 Milliarden Dollar mehr, die er sozusagen in Trump investieren kann, könnte man sagen, gell? Gestern 3,3 Millionen Tesla Calls getradet, das ist das höchste, was wir in diesem Jahr gesehen haben, dritthöchster Wert in der Geschichte, also da werden viele auch wahrscheinlich Short gestanden haben, denn Tesla und Exxon, das sind die beiden größten Short-Positionen von Hedgefonds, also da hat es manche wirklich erwischt. Jetzt kommt aber JP Morgan und sagt, fade the Tesla pop, dieser Earnings Boost sei unsustainable und ja, das glaube ich auch. Ich hatte gestern gezeigt, dass der Umsatz im Grunde von Tesla seit 2 Jahren unverändert ist, so 24, 25 Milliarden Dollar. Also das ist jetzt nicht gerade ein Wachstumunternehmen, das hat so diesen Apple-Charme. Also praktisch man stagniert und kommt nicht so richtig weiter. Stagnation auch das Stichwort natürlich in die China. Hier hat jetzt die Notenbank nicht die Zinsen weiter gesenkt. Das hatten manche erwartet oder zumindest schien es nicht ausgeschlossen. Wir sehen vor allem jetzt, dass 800 Milliarden an Local Debt nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Hängt in der Luft, faule Kredite. Die Lage der Provinzen wird immer schlechter. Jetzt hat versucht Peking ja da ein bisschen einzugreifen, indem man im Prinzip hier Kohle reinpumpt über den Anleihemarkt, dass diese Provinzen, die von Landverkäufen gelebt haben, wieder funktionieren, aber der Immobilienmarkt bleibt jetzt eben das Achilles oder die Achillesferse für die chinesische Wirtschaft. Ich bin mal gespannt, ob sich diese erholen kann. Kann sich der Euro erholen? Gestern ja ein kleiner Zugewinn, der Dollar überkauft. Dann hatten wir einen Ticken bessere Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland als befürchtet. Daraufhin der Euro wieder über die 1,08er Marke. Aber die EZB überlegt jetzt diesen großen Zinsschritt, heiße Debatte.
Da überlegt man, was wird zu tun sein. Und das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, wie China die Unabhängigkeit anstrebt und Russland, wie will man den Dollar umgehen? Da hat man Ideen mit digitalen Währungen, die ziemlich tricky sind, aber sehr lange dauern, bis sie realisierbar sind. Diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen geben. Am Montag kein Videosblick, also kein Morgenvideo, heute aber ganz normal am Freitagabend das Marktgeflüster. Wie gesagt, am Montag bin ich unterwegs bis mittags, dementsprechend kein Videoausblick. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.